Ja, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu den Minecraft Hunger Games. Wir spielen hier heute mal eine komplett neue Map. Und ja, ich bin mal gespannt, was das für eine Map ist. Ich kenne die Map gar nicht. Ich habe die jetzt gerade durch Zufall gesehen. Und ja, habe einfach mal dafür gewotet. Ich denke mal, das ist nicht eine allzu dreckige Map, beziehungsweise hoffe ich mal. Hier finde ich auf jeden Fall geil. Wir haben schon mal direkt eine Kiste bekommen. Nicht so wie auf den anderen Maps, wo man da irgendwie 10 Jahre braucht, bis man da mal irgendwie was gefunden hat oder was weiß ich. Ich ziehe jetzt hier gleich mal das Hemd an und dann bin ich mal gespannt, wo hier die Kisten sind oder ob hier überhaupt Kisten sind. Ich kenne die Map, wie gesagt, gar nicht. Und dann gucken wir mal. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus, muss ich sagen. Da hinten ist nix, so wie es aussieht. Aber sieht auf jeden Fall geil aus. Da hinten. Aber wir gehen jetzt hier erstmal hoch. Da vorne sieht es so aus, als wenn da irgendwas sein könnte. Gehen wir mal hin. Am besten ohne Fallschaden zu kassieren. Das wäre natürlich ganz nice. So, okay, hier können wir runterfallen. Das wäre nicht so nice. Ja, da steht eine Kiste. Und da würde ich jetzt auch irgendwie gerne hinkommen. Boah, das war knapp. Das war wirklich knapp. Oh, sehr nice. Sehr schön. So, das ziehe ich erstmal aus. So. Und esse mir hier mal so einen Apfel. Und ja. Boah, der scheiß Chat nervt irgendwie. Man sieht, die Hungerleiste gehört nicht richtig. So, ist hier vielleicht noch irgendwas? Außer, dass man hier vielleicht runterfallen kann. Das weiß ich allerdings selbst. Gut, da scheint nichts zu sein. Boah, ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen sollen. Ich habe die Map noch nie gespielt. Hier hängt nicht irgendwie zufällig eine Kiste oder so. Nee. Da ist eine Kiste. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo haben wir uns so reingeritten? Ach du Kacke. Boah, die Viecher sind so übelst nervig, ey. Aber da kann man sich eigentlich ganz gut hochleveln, ne? Ach du Kacke. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir sind tot. Sei denn, ich komme jetzt hier schnell weg. Oh, hier ist ein Hebel. Was machen wir denn damit auf? Hier irgendwas? Nee. Okay, jetzt haben wir uns doch tiefer in die Scheiße geritten. Wahrscheinlich kommen die ganzen Skelette jetzt entgegen. Oh, doch nicht. Hä, wo ist denn jetzt hier was aufgegangen? Verstehe ich nicht. Unnötig. Ah, hier vielleicht. Oh, das ist geil gemacht. Ey, die Map gefällt mir wirklich geil. Und ein Steinschwert, sehr schön. So, jetzt ist wieder die Frage, was bringt mehr Rüstung? 4,5. Okay. Gut, wir haben ein Steinschwert, das ist schon mal sehr nice. Ich hätte gerne da vorne in die. Ach ja, wir können ja. Ach, ich bin so dämlich. Boah, ich habe zu lange keine Hunger Games mehr gespielt, muss ich wirklich sagen. Ich war jetzt im Urlaub. Ich habe jetzt bestimmt 3, 4 Wochen keine Hunger Games mehr gezockt. Aber. So, dann werden wir uns jetzt hier erstmal schön hochleveln. Aber. Ja, genau. Verreckt alle. Genau. Ja, ich hab euch alle lieb. Sind wir schon Level 3 oder so jetzt? Oh, Hammer. Oh. Scheiß Viecher. Und jetzt weg hier. Oh Gott. Boah, geschafft. Kann man das jetzt zufällig abbauen? Wahrscheinlich schon, ne? Doch nicht. Ja, ich dachte schon, wenn hier Monster und sowas aktiviert sind, dann könnte man das Zeug vielleicht auch abbauen. Aber dem war dann doch nicht so. So, goldene Karotte haben wir. Was die nochmal bringt, weiß ich nicht mehr.
Auf jeden Fall will ich jetzt hier erst noch mal irgendwo noch ein bisschen Essen suchen. Die Augen können wir auch essen. Oh Gott. Scheiße, hoffentlich verrecken wir jetzt nicht. Das wäre extremst. Boah, ich dachte schon. Das wäre extremst scheiße gewesen. So, ist hier irgendwo was drin? Da habe ich doch gerade eine Kiste gesehen. Nee, doch nicht. Ach so. Ah, das macht nur so Musik. Okay, da sind wahrscheinlich Notenblöcke oder sowas drunter. Oh mein Gott. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Okay, hier ist irgendwas. Keine Ahnung was. Da unten ist eine Kiste. Sehr schön. Eine Hose, die fehlt uns noch. Haben wir was zu essen gekriegt? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, doch Fische müssen wir bekommen haben. Oder? Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Boah, ich hab hier keinen Bock, irgendwie drin zu bleiben. Wahrscheinlich hängen hier irgendwo 10.000 Monster rum, die nur auf uns warten. Was? Ah, da geht eine Leiter hoch. Ignorieren wir einfach mal die dummen Geräusche, die hier von irgendwas von sich gegeben werden. Kommen wir da überhaupt hoch, so? Ne, ich bin wahrscheinlich zu doof. Oder? Ah, hier ist noch eine Kiste. Ist aber leer. Okay, dann war hier wahrscheinlich schon jemand. Oh Mann, Alter. Man merkt vielleicht, dass ich vielleicht ziemlich lange keine Dings mehr gespielt habe. Oh, hier ist aber noch was drin. Sehr schön. Ein Apfel. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen, denke ich mal. Gut, dann gucken wir hier nochmal nach. Oh, sind aber doch noch ganz schön viele. Wenn ich mal so nach da hinten gucke, sehe ich schon direkt zwei Namen auf Anhieb. Ist auch noch eine Kiste. Oh, sehr schön. Ja, Essen wäre mir lieber gewesen. Naja, ist ja auch egal. Bin mal gespannt, ob wir jetzt vielleicht gleich den einen Typi hier irgendwo antreffen. Scheiße. Das war TNT, das habe ich mir schon fast gedacht. Alter, ist das eine hinterhältige Map hier. Verdammt. Boah. Dam, 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 dam. Ich will hier irgendwie mal wieder raus. Von da sind wir gekommen, glaube ich, oder? Ich renne einfach mal hier lang. Wird ja schon irgendwie richtig sein. Irgendwo kommen wir schon raus. Ah, genau, am Spawn. Interessant. Da hinten hatte ich, glaube ich, die Typis da gesehen. Wahrscheinlich wieder so ein Team. Boah, ich hasse Teams, ne? Ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen, ey. Ich hoffe jedenfalls mal, dass hier kein Team ist. Und wenn doch, dann springe ich, glaube ich, irgendwo in Lava. Da vorne ist jemand. Was macht er denn da? Oh, hier liegen Sachen rum. Geh sterben. Na, der war doch voll angehittet. Ja, macht dir wahrscheinlich Spaß, ne? Nur Schaden machst du mir damit nicht. Und auf Dauer kannst du mich damit auch nicht fernhalten. Ja, der hat ein Eisenschwert. Nein! Scheiße, ey. Wie viele Sachen hat der Typ denn gehabt? Alter, ey. Vor allem, wie viele Schläge der ausgehalten hat. Das waren bestimmt 5, 6 Stück. Naja, das war's mal wieder mit den Minecraft Hunger Games und immerhin Zweiter oder Dritter geworden. Ich glaube Dritter. Und ja, wenn es euch gefallen hat, immer Daumen hoch, abonnieren. Es kommen noch mehr Videos. Und dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.